Wenn man sich anschauen will, wie es den deutschen Kreditinstituten jetzt in Zeiten der Corona-Wirtschaft- und Finanzkrise geht, gibt es zum einen die Möglichkeit, dass man die Aktienkurse sich anschaut. Die sind zunächst mal sehr stark nach unten gegangen und haben sich dann aber etwas stabilisiert in den letzten Tagen. Ich bin allerdings immer skeptisch und schaue relativ wenig auf die Aktienkurse, weil Aktienmärkte haben die Tendenz zu übertreiben, also in Krisenzeiten sehr stark nach unten zu rauschen, in guten Zeiten zu stark nach oben zu schießen. Ich meine, in den Kursverfällen Anfang März war eben auch sehr viel Kurskorrektur drin, weil es vorher eine sehr hohe Bewertung mancher Aktien gab. Das gilt, glaube ich, auch für die Bankenaktien. Eine zweite Möglichkeit, sich anzuschauen, wie stehen die Banken da, ist auf die Ratings zu schauen. Und da sehen wir, dass es eben da jetzt auch Korrekturen nach unten gibt, sowohl bei den Ratings als auch beim Ausblick, also der Frage, wie könnte es sich in Zukunft entwickeln. Wenn wir uns das bei Fitch anschauen, dann stellen wir eben fest, dass bei einzelnen Banken es schon ein Downgrading gegeben hat, eine Runterbewertung, zum Beispiel bei der Arealbank und bei der Commerzbank. Bei anderen ist der Ausblick nach unten korrigiert worden, zum Beispiel bei der Deutschen Bank und auch bei den Sparkassen. Bei der Commerzbank ist es sogar beides, sowohl eine Abstufung als auch ein kritischer Blick nach vorne. Im Zentrum steht an dieser Stelle jetzt nicht, wie damals in der Finanzkrise, irgendwelche toxischen Wertpapiere, sondern es ist schon ganz stark auch die Frage, was haben die auf dem Kreditbuch? Weil eben die Gefahr ist, dass die Probleme realwirtschaftlicher Unternehmen, also im Einzelhandel, bei Restaurants, in der Luftfahrt, Hotels, dass die jetzt überschlagen auf die Fähigkeit, Kredite zu bedienen und das dann irgendwann bei den Banken eben auch als Abschreibungen auf die Kredite ankommt. Das hängt jetzt sehr stark davon ab, wie lang diese Krise ist, wie viel die Unternehmen selbst abpuffern können und zum Zweiten, wie die Hilfen der Regierung für die realwirtschaftlichen Unternehmen jetzt ausfallen. Je mehr den realwirtschaftlichen Unternehmen geholfen wird, desto weniger kommt es bei den Banken als Problem an. Ich will es aber nicht ausschließen, dass wir in dieser Krise, wenn sie noch länger anhält, durchaus auch noch mal zu einer Runde Bankenrettungen kommen könnten. Denn je länger das dauert und je stärker dann einzelne Unternehmen in der Schwierigkeit sind, ihre Kredite zu bedienen, desto stärker schlägt das auf die Banken durch. Und auch schon die jetzigen Abstufungen haben teilweise ja Nachteile bei der Refinanzierung zur Folge. Gleichzeitig helfen die Stützungsmaßnahmen der Zentralbanken natürlich den Banken besonders. Von daher ist es da zu einer abschließenden Bewertung zu früh. Ich finde aber trotzdem, dass es ein Thema ist, was einem Sorge bereiten muss.